Wer geht nicht in der A7-Baureihe von Audi? Das hier ist der neue RS7 Sportback. Ja, und wie es sich für ein echtes RS-Modell von Audi gehört, ist er natürlich in die Breite gegangen. 1,95 Meter von Radhauskante zu Radhauskante, ein bisschen breiter als der normale A7, aber 20 mm Zuwachs auf jeder Seite. Der RS6, wir erinnern uns, der hat satte 40 mm pro Seite zugelegt. Trotzdem, der RS7 Sportback ist natürlich trotzdem ein gewaltiges Objekt, 5,01 Meter lang und wie gesagt 1,95 Meter breit. Gewaltig. Man sieht hier an der Frontschürze große Lufteinlässe, die nicht nur so tun, als sollte da Luft rein, da geht auch Luft rein. Wir haben die gleichen Scheinwerfer wie beim RS6, also serienmäßig LED, optional das Laserlicht. Klar, eine Carbonlippe darf hier unten natürlich auch nicht fehlen und die geschwärzten Ringe zeigen gleich, das hier ist ein böses Gerät. Wenn wir an der Flanke entlang gehen, entdecken wir 22 Zoll Felgen. Serienmäßig sind 21 Zoll. Das hier die 22 Zöller, die optionalen 285er Reifen mit 30er Querschnitt. Also schon sehr, sehr sportlich. Und dahinter blitzt es schon hervor. Das ist die Carbon-Keramik-Bremsanlage mit 440 mm Scheiben. Wie im RS6, ganz genau. Serienmäßig ist eine Stahlbremsanlage verbaut mit 420 mm Scheibendurchmesser, also auch schon gewaltig. Das hier, die Carbon-Keramik, gigantisch. Wirklich, man sitzt davor und erstarrt in Ehrfurcht. Dann geht es weiter. RS-Merkmale, natürlich schwarze Spiegelkappen, je nachdem, wie man den Wagen so speckt. Außerdem hier unten diese Schwellerverkleidung, die ist auch RS-typisch. Und wenn wir uns hier in Richtung Heck bewegen, dann sehen wir eine wahrhaft monströse Abgasanlage, die hier hinten zutage tritt, unter dieser Carbonspange hier. Ovale Endrohre, man sieht schon, schwarz sind sie, das heißt, das ist die RS-Sportabgasanlage. Die normale RS7-Anlage hat silberne Endrohre. Dass der RS7 Sportback Teile vom RS6 nutzt, das werde ich in diesem Video wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Fahrwerk. Beim Luftfahrwerk ist außerdem erwähnenswert, dass es die Karosserie des RS7 10 mm näher an die Straße holt, wenn man das mit dem normalen A7 vergleicht. Außerdem ab 120 nochmal 1 cm niedriger. Also das heißt, es reduziert den Luftwiderstand da nochmal erheblich. Es gibt übrigens auch eine Liftfunktion, dann geht der RS7 wieder 20 mm nach oben. Bei den ganzen technischen Daten dürfen wir natürlich eins nicht vergessen. Das Kofferraumvolumen, genau, 535 Liter passen im Normalzustand rein. Legt man die Rücksitzbank um, sind es 1390 Liter. Das ist ganz anständig, finde ich, für so ein sportliches Fahrzeug. Gut, dann schauen wir mal in den Innenraum. Sehr schön hier drin, muss ich sagen. Natürlich gibt es ein Sportlenkrad, unten abgeflacht, wie sich das gehört. Und es gibt eine kleine Taste, die RS-Mode-Taste, mit der ich mir eigene Fahrprogramme quasi konfigurieren kann.
je nachdem, wie ich gerade so Lust habe, kann ich dann den Auspuffsound modellieren mit einem, mit einer bequemen Fahrwerkseinstellung oder mit einem schnellen Schaltvorgang. Das ist frei konfigurierbar. Es gibt zwei Modi, die ich mir hier sozusagen auf diese Schnellwahltaste im Lenkrad legen kann. Ansonsten Virtual Cockpit mit speziellen RS-Anzeigen. Natürlich, da kann ich mir unterschiedlichste Dinge anzeigen lassen. Gehmeter, Beschleunigungswerte, alles, was das Herz so begehrt, wenn es um Sportlichkeit geht. Und es gibt noch etwas hier, was der RS7 vom RS6 übernimmt. Und zwar diese Aluminium-Schaltpedal hier hinter dem Lenkrad. Audi sagt, die sind besonders groß. Ja, das kommt auf die Hand an. Jetzt meldet sich hier der Verkehrsfunk. Das brauchen wir nicht. Die Schaltpedal, je nach Handgröße, groß oder eher noch ein bisschen ausbaufähig. Ich finde auf jeden Fall, dass sie sich sehr schön anfassen. Das ist echt Aluminium. Sehr wertig, wie der Rest des Cockpits auch. Das sind wir bei Audi tatsächlich ja nicht wirklich anders gewohnt. Außerdem zu erwähnen sind diese Sitze. Das sind die RS-Sportsitze. Die sind auch belüftet. Also sind nicht nur sportlich vom Seitenhalt her, sondern kühlen auch noch Fahrer und Beifahrer, wenn es auf der Rennstrecke dann mal heiß hergehen sollte. Ein kurzer Zug hier unten am Hebel und da ist er. Der gleiche V8 4 Liter Biturbo wie im RS6. Das heißt auch die gleichen Zahlen. 600 PS, 800 Newtonmeter maximales Drehmoment zwischen 2100 und 4500 Umdrehungen. Also ein schönes Drehmomentplateau, was dieser V8 hier erzeugt. Sortiert wird diese ganze Kraft übrigens von einer 8-Gang Tiptronic, die im RS7 wie auch im RS6 eine neue Launch Control bekommen hat. Was das bedeutet, müssen wir einfach bei der ersten Fahrt rausfinden. Vielleicht sind dadurch ein paar mehr Launch Control Starts möglich als sonst. Die Kraft geht an alle vier Räder natürlich. Der Antriebsstrang entspricht, wer hätte es anders gedacht, dem des RS6. Das heißt, es gibt ein mechanisches Mitteldifferential und auf Wunsch eine Hinterachssperre. Aber dieser Motor kann nicht nur volle Leistung, sondern er kann auch ein kleines bisschen sparen. Er hat einen Riemenstartergenerator, also über ein 48 Volt Bordnetz kann der RS7 segeln, den Motor ausmachen, vom Antriebsstrang abkoppeln und dann rollt der RS7 nur so dahin. Zwischen 55 und 160 km/h. Wenn man dann wieder ans Gas geht, startet dieser Generator den Motor wieder. Dieser Vorgang soll praktisch nahtlos passieren. Das klingt gut und es werden 0,8 Liter Benzin eingespart. Ja, das kann man ja schon mal machen. Außerdem eine Zylinderabschaltung. Zylinder 2, 3, 5 und 8 gehen ab und zu mal in den Ruhestand. Wenn sie nicht gebraucht werden, sobald die Leistung abgerufen wird, sollen sie dann wieder da sein. Ja, und wenn man nicht ganz so sparsam mit dem RS7 unterwegs ist und Zylinderabschaltung und Mildhybridsystem nutzt, dann kann man sich auf gewaltige Fahrleistungen einstellen. 3,6 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed 250 begrenzt oder 280 mit Dynamikpaket oder mit Dynamikpaket Plus 305 km/h. Wie der RS6 übrigens, ne? Genau. Auch der Preis hat es natürlich in sich. Noch sagt Audi nichts dazu, aber ich vermute einfach mal, dass wir bei ungefähr 125.000 Euro einsteigen werden. Eine gewaltige Summe. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, mehr geht nicht in der A7-Baureihe. Das sei mal dahingestellt, denn hier zum Ausgang,
hier am Ende des Videos würde ich mal eine Spekulation starten. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Performance-Variante des RS7, dann mit mehr als 600 PS in jedem Fall. Ja, und mit diesem Ausblick auf mögliche Versionen verabschiede ich mich bei euch, sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder kommentiert oder abonniert unseren Kanal. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.